In einem Interview hat Gerd Richter mal erklärt, die Abstraktion ist für mich das Alltägliche, so natürlich wie Atmen oder Laufen. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel über unsere Ausstellung, zumal sie die erste Ausstellung ist, die Richters Abstraktion in einem retrospektiven Überblick, wir fangen ja 1964 an hier, und es geht bis zu den allerneuesten Werken, die wirklich frisch aus dem Atelier kommen. Wichtig ist ja in unserer jetzigen Ausstellung auch der Aspekt, nicht nur Abstraktion, so wie die Ausstellung heißt, sondern auch Gegenständlichkeit. Das heißt, es gibt sowohl im gegenständlichen Werk Bilder, die sehr dicht an die Abstraktion gehen, aber was wir hier zeigen, sind dann auch Bilder der Abstraktion, die ganz nah an die Gegenständlichkeit herangehen. Und das ist eine Gratwanderung im Werk von Gerhard Richter. Gegenstandslosigkeit gibt es eigentlich nicht, weil er zumindest inhaltlich von der Konzeption her, vom Gedankengebäude her, immer in allen noch so abstrakten Bildern eine Gegenständlichkeit bewahrt oder einen Moment des Gegenständlichen sucht.